Was für eine Woche. Ja, aber das muss hier noch ein wenig warten. Als Ermittler am Tatort der Kunst gibt es gerade wieder viel zu tun. Wie dem auch sei. Schön, dass ihr wieder Tatort.tv eingeschaltet habt. Wie immer aus der Documenta Stadt Kassel. Ja, und da sind wir gleich mittendrin bei unserem wohl ungewöhnlichsten Fall. Es ist vielleicht gerade mal eine Woche her, dass der Obelisk von Uluoguhebe am Königsplatz hier in Kassel abgebaut wurde. Es gab für unsere Ermittlungen recht viele Ungereimtheiten, wie das Fremdlinge- und Flüchtlinge-Monument ausgerechnet am Tag der deutschen Einheit vom Königsplatz verschwinden konnte. Auch unsere tollkühnsten Ermittler haben das hier nicht vorhergesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber klar, das war so gewollt. Warum man die breite Öffentlichkeit außen vor ließ, bleibt bislang aber ein Geheimnis. Wie wir ermitteln konnten, war zum Tatzeitpunkt nur ein Medium vor Ort. Interessant. Die Entscheider der gesamten Aktion waren dann wohl eher etwas überrascht, wie der Abbau international bewertet wurde. Eieiei, da fällt mir gerade ein, der 3. Oktober war ja auch noch der Todestag des Documenta-Gründers Arnold Bode. Das ist aber auch echt blöd gelaufen. Vor allem nach dem ganzen Tohuwabohu um die Documenta 14. Ganz zu schweigen, dass man versuchte, der Documenta-Geschäftsführung gerichtlich nachzustellen. Keine gute Ausgangssituation, den Nacht- und Nebelabbau des Danke-Monuments für die Willkommenskultur irgendwie positiv zu besetzen. Was die Ermittlungen im Fall Obelisk angeht, eine mehr als unschöne Entwicklung, da als Motiv ein Einknicken gegenüber den Nazis im Raum stand. Aber belassen wir es jetzt erst einmal dabei, wir können ja gleich nochmal darauf zurückkommen. Denn unsere Ermittlungen waren noch gar nicht zum Abschluss gekommen. Da krachte die Information regelrecht durch den nordhessischen Wurstehimmel, der Obelisk bleibe in Kassel. Und zwar in der Treppenstraße. Fein, werden jetzt einige sagen, dann können ja die Ermittlungen eingestellt werden. Schluss und aus. Leider nein. Oder sogar entschieden nein. Denn es gibt mehrere Sachverhalte, die so gar nicht zu dem Status oder dem Image einer Kunst- und Kulturstadt passen. Und wir wären nicht Tatort.tv, wenn wir hier nicht versuchen würden, wenigstens die offenen Fragen anzusprechen. Schlussendlich geht es um nichts Wesentlicheres als um ein Grundrecht. Die Freiheit der Kunst. Und da sind wir absolut nicht bereit, zur Tagesordnung überzugehen. Aber ich muss dazu natürlich etwas ausholen. Denn in den letzten Jahren häufen sich Fälle, in denen die freie Meinungsäußerung von Künstlerinnen und Künstlern beschnitten wurde. Es sind nur ein paar Beispiele. Leider werden es aber tagtäglich mehr. Nicht weit von hier in unserer Nachbarstadt Göttingen wurde eine Ausstellung vorzeitig abgesetzt. Ein Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin wurde übermalt. Gegen ein Bild des Malers Bartus im Metropolitan Museum New York wurde ein Online-Appell zum Abhängen des Werks gestartet. Oder vor kurzem in der Landeshauptstadt von Hessen wurde die goldene Erdogan-Statue nach wenigen Stunden entfernt. Oder blicken wir in die Bundeshauptstadt. Dort wurde das Mauerprojekt DAO Freiheit erst gar nicht zugelassen. Kunst als Statement der freien Meinungsäußerung wird immer schwieriger. Vor allem, wenn die Bürokratie sich wegen sogenannter Sicherheitsbedenken oder rechter Ressentiments den mehr als zwingenden Diskurs unterbindet und dadurch die Freiheit der Kunst mehr und mehr einschränkt. Und damit sind wir bei unserem aktuellen Fall, dem Obelisken von Uluoguhebe. Was hat der Fall mit der Einschränkung der Freiheit der Kunst, wie sie als Grundrecht im Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verbrieft ist, zu tun? Eine als harmlos erscheinende Frage haben wir ermitteln können, die sich das dringende Tatverdachts schuldig macht. Die Standortfrage. Wie sich bei unseren Recherchen bislang herausstellt, kam sie ohne Vorwarnung und ist bis heute ein Rätsel, warum man sie überhaupt gestellt hat. Aber sie wurde gestellt und somit der Künstler in seiner Kunstfreiheit eingeschränkt. Denn bei genauer Betrachtung hat Uluoguhebe den Obelisken genau für den Standort Königsplatz exakt für diesen zentralsten aller Orte der Documenta-Stadt erschaffen. Durch Gespräche im Vorfeld der Documenta konnte ermittelt werden, dass es ihm einzig und alleine darum ging, hier mit seiner Arbeit zu wirken, wo die unterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen, im Herzen Kassels, im Herzen der Geschichte der Stadt. Genau hier sagt man seiner Meinung nach Danke. Im Gespräch äußerte er zudem, dass er die komplette Entwicklung, Aussehen, Farbe und Spitze dem Königsplatz und seinen umliegenden Gebäuden angepasst hat. Dort, wo das Kunstwerk stand, war nach Abschluss der Ermittlungen also exakt
seine Bestimmung. Ein Verändern des Standortes ist somit eine Veränderung des Kunstwerkes und beschneidet damit die Freiheit der Kunst. Nach Durchsicht diverser Gespräche und Akten scheint dieser Tatbestand leider für viele noch unklar. Deshalb möchte ich nun das Ganze etwas niederschwelliger skizzieren. Man stelle sich also vor, die Stadt hätte nach der erfolgreichen Spendenaktion und der Annahme durch den Künstler verlangt, anstatt den Obelisken, wie geschehen, umzusetzen, sondern lieber vielleicht pink anzumalen, weil man der Meinung wäre, dass das etwas Farbe in die Innenstadt bringt. Dann wäre der Fall hoffentlich für viele hier eindeutiger. Ein Standort ist für ein Kunstwerk aber genauso essentiell zu bewerten wie ein Ändern des Aussehens. Denn auch der Standort wirkt auf die Kommunikation, also die Wahrnehmung des Gesamtkunstwerkes und gilt somit als schützenswert nach dem Grundgesetz und der freien Meinungsäußerung durch den Künstler. Jetzt gibt es aber einige, die nur antworten, dass bereits andere Kunstwerke der Dokumentarstadt in der Vergangenheit umgesetzt wurden. Ja, das stimmt und auch hier haben wir Verstöße ermittelt und nehmen weiterhin gerne Hinweise zu solchen Fällen dankbar entgegen. Aber als Ermittler ist es eben stets viel spannender, die Ermittlungserkenntnisse schnellstens und direkt an Sie, an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Und deshalb will ich zur Klarstellung, warum der Standort so wichtig für den Obelisken ist, ein anderes Dokumentarkunstwerk hinzuziehen. Der Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg hat zur Dokumenta 7 diese in Blau gehaltene Spitzhacke am Fuldaufer entwickelt. Sie steht exakt dort, wo der Künstler die Bestimmung seines Kunstwerks sieht, in der Verlängerung der Wilhelmshöherallee. Im Gespräch hat Oldenburg zu Protokoll gegeben, dass Herkules sie heruntergeworfen hätte. Das Beispiel lässt unter Hinzuziehen des Grundgesetzes unsere Annahme erwachsen, dass wenn man nun von Seiten des Stadtparlaments zum Beispiel entscheiden würde, dass die Spitzhacke nicht mehr an der Fulda bleibt, sondern neben den Herkules gelegt wird, dass das Kunstwerk seiner Bestimmung ja seiner ganzen Kraft und Wirkung beraubt werden würde. Und bei Raubwerfer verstehen wir hier keinen Spaß. Beim Obelisken ist es aber nun geschehen und er soll in der Treppenstraße aufgebaut werden. Unsere Ermittlungen dazu stehen noch auf der untersten Stufe. Wir bleiben dran und freuen uns über Hinweise. Also vielen Dank dafür und soweit zu diesem Fall. Mir bleibt abschließend ein großer Wunsch, dass wir uns die im Grundgesetz in Artikel 5 verbriefte Kunstfreiheit als essentielles Grundrecht bewusst machen. Eine Gesellschaft wie unsere, die sich gerade im Schwanken befindet, kann durch Kunst offensiv begleitet werden. Uns auch mal Mahnung sein. Ja, sie sollte uns durch Provokationen sogar irritieren und somit in unserer Komfortzone stören. Dass sie dabei anstößig ist und die Grenzen immer wieder neu auslotet, macht sie so wichtig für uns. Die moderne Kunst sollte sich dabei stets der Instrumentalisierung und bestenfalls dem Kompromiss entziehen. Unkontrollierbar bleiben und natürlich frei von Zensur. Ein bedingungslos offener Kunstbegriff kann da hilfreich sein. Diskussionen, die gerade hier von der Dokumenta ausgehend in die Welt getragen wurden. Gerade von der Dokumentastadt muss nun erwartet werden, dass sie das höchste Grundrecht, die Freiheit der Kunst, verteidigt. Als ob es kein anderes, höheres Grundrecht gäbe. Wenn andere Städte zum Beispiel in der Welt die Kunst zensieren oder einschränken, verbieten, was auch immer, dann muss von Kassel ein Gegentrend ausgehen. Ja, eine Haltung der Kritik gegenüber solchen Strömungen oder gar Entwicklungen. Zudem müssen wir unsere Gästen ein Zuhause sein, in das sie gerne zurückkehren. Lasst uns daran arbeiten, ermitteln und darüber diskutieren. Und damit die Weltkunstausstellung sich alle 5 Jahre neu erfinden und den Stand der Moderne präsentieren kann, braucht sie etwas, was in diesen Tagen ja gerade mit dem weltweiten Rechtsruck und dem verstärkten Aufkommen von Populisten vermehrt unter die Räder kommt. Freiheit.